Hallo Freunde der Sonne, ich weiß, ihr habt lange nicht von mir gehört bzw. gesehen. Und jetzt folgen auch nur so ein paar Eindrücke von einer meiner letzten Touren im letzten Jahr. Da war ich ein bisschen im Harz unterwegs, 2 Tage, wollte auch zelten, aber dann war viel Gewitter angesagt, kam dann auch nachts. Tagsüber war es trotzdem noch schön. Also hier nur ein paar Kurven, ein paar Eindrücke, dann von so einem schönen Dorf, durch das ich gefahren bin. Und vielleicht hilft das ja durch die letzten grauen Tage in diesem Jahr hoffentlich, bevor dann wieder die Saison losgeht. Für mich startet die Saison am 1. März und der Entschluss ist gefasst, dass ich nächstes Jahr kein Saisonkennzeichen mehr haben werde, damit ich auch im Winter an den paar schönen Tagen fahren kann. Mit Heizgriffen und Klimaerwärmung ist das ja jetzt gar kein Problem mehr. Und dann sind auch schon ein paar Sicherheitstrainings und Enduro-Trainings fürs nächste Jahr gebucht. Ihr wisst, für mich gibt es keinen Saisonstart ohne Sicherheitstraining, sonst macht es einfach keinen Spaß. Und ich bin gespannt von euch zu hören, wie ihr so die Saisonpause verbringt, ob ihr überhaupt eine Saisonpause habt oder durchfahrt. Was habt ihr fürs nächste Jahr geplant, schon ein paar Touren oder nicht? Ich bin auf jeden Fall ein paar Mal mehr auch länger unterwegs. Ich freue mich von euch zu lesen, schreibt mir in die Kommentare. Und dann freue ich mich ein bisschen von euch zu hören, welche Touren ihr so plant. Und ich freue mich auch zu lesen, wie ihr die motorradfreie Zeit überbrückt.
Ja, eine gute Frage. Nachdem die R3 letztes Jahr ja geklaut wurde oder versucht wurde zu klauen und dabei zerstört wurde, wie ihr aus meinen anderen Videos wisst, gibt es bei uns im Haushalt nun die CBR 650R Baujahr 2021. Und damit werde ich dann in dieser Saison hoffentlich auch immer mal auf eine Rennstrecke gehen zum Kurventraining. Und vielleicht nehme ich auch das eine oder andere Video dazu auf, auch wenn ich weiß, dass hier vor allem Enduro-Fans zugucken, Afrika-Twin-Fans. Aber auch dann sind vielleicht mal andere Eindrücke ein bisschen spannend, wer weiß, könnt ihr gucken oder nicht. Auf jeden Fall freue ich mich über den Familienzuwachs, auch wenn ich die R3 insgesamt ein bisschen sportlicher fand